Hallo und wir sind zurück zu Don't Starve, kurz nach dem Halloween-Special. Das hat uns ja einiges an Ressourcen gekostet. Na, weg damit dir. Aber gut, hat Spaß gemacht. Und ich würde sagen, jetzt schauen wir, so in Chester Park, mal in der Zwischenzeit da herüben. Jetzt schauen wir, was wir dieses Mal machen oder wie wir diesen Winter überleben. Ich habe mir gedacht, eine gute Methode wäre vielleicht mit Hasen, dass wir es diesmal mit Hasen versuchen, weil die können wir ja in mehr oder weniger beliebiger Menge fangen, vorausgesetzt wir haben Fallen, die wir uns natürlich basteln können. Wenn wir uns einfach gleich ein paar zusammenbauen, zwei Stück immerhin, und dann schauen wir, wo in der Nähe Hasenlöcher sind. Ja, und dann fangen wir sie uns. Ganz, ganz einfach. Und zum Essen haben wir ja auch noch einiges. Ich habe auch das Rezept nachgeschaut. Für die Drachenfrucht kann man scheint's einfach auch mit Zweigen machen. Na, also die kann ich natürlich nicht in den Kühlschrank stecken. Sehr, sehr praktisch. Und Tag ist auch wieder. Heißt, wie gehen wir das Ganze jetzt an? Ich würde sagen, jetzt schauen wir mal vorab nach Hasenlöchern und gehen ein bisschen gleichzeitig Gras sammeln. Und wir müssen schauen, dass wir halbwegs fit bleiben im Kopf, dass die Hasen auch Hasen sind, wenn wir sie fangen. Das wäre natürlich auch noch praktisch. Aber das sollte man mit gutem Essen auch hinbekommen. Ja, und dann danke natürlich auch für eure Kommentare. Fische fangen, meint die liebe Nimue, glaube ich, ungefähr so spricht man es aus, zumindest so schreibt man es mal. Sehr gute Idee, werden wir dann im Sommer wieder machen. Jetzt im Winter, glaube ich, ist es mir einfach zu weit zu den Fischteichen. Und die Monster-Lasagne meint, sie ist vermutlich deswegen rausgekommen, weil ich da irgendeine spezielle Frucht mit reingepackt habe. Und noch was Interessantes habe ich gelernt. Auch vielen Dank, weil wenn die Kommentare so ausschauen, dass ich irgendwelche Tipps bekomme, einfach fürs grundsätzliche Überleben oder wenn ich irgendwas falsch mache, das passt mir natürlich, ist dann auch kein Spoiler. Spoiler wäre, keine Ahnung, direkt ein Rezept reinschreiben oder sowas in der Art, wobei inzwischen bin ich sogar da ein bisschen flexibel, weil ich sage, jetzt habe ich das Spiel ja gut kennengelernt, viel weiß ich jetzt schon, also ja, das passt schon. So, da haben wir den Dragon Bite, sehr schön, den wollen wir gleich essen und schauen, ob die Hasen Hasen sind. Nein, leider noch nicht. Das heißt, da müssen wir noch ein bisschen Gehirnschmalz zulegen. Ja, wie gesagt, Spiel kenne ich inzwischen schon relativ gut. Von dem her, ja, das meiste weiß ich jetzt. Da ist die Spoilergefahr nicht mehr ganz so hoch. Von dem her passt das schon. So, ich glaube, jetzt sind die Hasen wieder Hasen. Sehr gut, dann werden wir sie wohl oder übel schnell meucheln. Wobei, zwei werden wir uns behalten. Und uns flott, solange es noch geht, einen passenden Hut draus basteln. So, da, sehr schön. Sind immer gut ausgerüstet für den Winter. Okay, Samen können wir eh nicht einsetzen, die werden wir brutzeln. Ja, und dann stellen wir noch ein paar Fallen auf, würde ich sagen. Dann schauen wir auf, dass wir uns mit Hasen ernähren. Nicht sehr vegetarierfreundlich, aber ich sage mal, in der Umgebung geht's einfach ums Überleben. Da werden die armen Hasen nicht drumrum kommen, dass wir sie verspeisen. Und offensichtlich ist das ja auch sehr erfolgreich. Zumindest auf den ersten Blick. Von dem her haben wir eine gute Nahrungsquelle, glaube ich, für den Winter. Und sollten wir es schaffen, dass wir uns halbwegs erholen, also dass wir in halbwegs guten Zustand sind, dann können wir natürlich gerne auch darüber sprechen, dass wir eine kleine Expedition machen und schauen, ob wir eventuell den Spuren folgen können. Ja, was wir auf jeden Fall auch noch brauchen, keine Frage, ist eine Waffe. Ich glaube, unser Speer ist nicht mehr im besten Zustand. Genau, 2%. Da müssen wir uns auch drum kümmern. So, noch eine Falle aufstellen. Wo ist das nahegelegenste Loch? Das ist hier, glaube ich. Beziehungsweise können wir die ganze Gegend ja ein bisschen zupflastern. Warum nicht?
So, jetzt wird schon wieder kalt. Unser Heatstone aufgebraucht. Heizen könnte man eigentlich mit Kohle. Jetzt haue ich schnell eine Kleinigkeit rein, dass wir nicht ganz erfrieren. So, die Kohle hat der Chester. Die schnappen wir uns gleich. Dafür bekommt er mal ein paar andere Sachen. Ah ja, weil ich gerade den Spider-Schleim sehe. Auch da natürlich ein guter Hinweis gewesen vom Tossi-Bär, dass man einfach Sachen auf den Boden legen kann und die dann anzünden, um Asche zu bekommen. Da muss man nicht irgendwas anzünden, was eingepflanzt ist. Das ist natürlich auch sehr toll zu wissen. So, und die Frage ist, ob man für guten Gehirnschmalz jetzt nicht auch einmal übernachten sollten. Wäre vielleicht auch angebracht. Ja, die Pinienkerne, Pinienzapfen, glaube ich, die eignen sich da natürlich super, um die anzuzünden. Mal das machen. So, ich muss mal ein bisschen mein Zeug da sortieren. Sonst verliere ich komplett den Überblick, was ich noch habe und was nicht. Das packen wir mal da rein in den Rucksack. Ja, jetzt hoffen wir natürlich, dass wir keine nächtlichen Besucher bekommen. Falls ja, würde ich zumindest vorsichtshalber den Chester irgendwo anders hinparken. Tun wir nochmal ein bisschen ausräumen. Wo haben wir das Gold hier, glaube ich? Genau. So, das nehmen wir. Das packen wir da rein. Die Fackel brauchen wir eigentlich auch nicht. Den Minenhelm nehmen wir auch an uns. Und das auch. Und dann werden wir den Chester irgendwo da drüben abstellen für den Moment. Dass er einfach außer Reichweite ist für irgendwelche Angreifer. Okay. Sehr gut. Und dann ist eben die Frage, sollen wir die Nacht schlafen? Warum eigentlich nicht? So, mal schauen, was da rauskommt. Gut, jetzt haben wir natürlich nicht genug für eine Strohmatte. Das heißt, wenn müsste man nächste Nacht schlafen, auch okay. Dann schauen wir, dass wir die noch so irgendwie überdauern. Falls uns da keine Monster die Kohle klauen. Meatballs kommen da raus. Okay, ist auch ganz gut. Braucht mal eine Menge Hasen, aber passt. Könnte man theoretisch, können wir auch schauen, ob wir den einen oder anderen Zweig dazu schmeißen können, was da rauskommt. Oh, ich glaube, wie war das ein... Wie war das nochmal? Das am Stecken. Jetzt muss ich glatt... Ich habe mir eh das Rezepte-Wiki nebenbei aufgemacht, weil ich nachschauen will. Ich glaube nämlich... Da war ja irgendwas mit den Zweigen. Irgendwas am Zweig, so quasi. Jetzt finde ich es auf die Schnelle nicht. Doch, Fleisch plus Twix. Das ergibt das Ganze am Zweig. Nur die Frage ist, wie viel? Müssen wir mal probieren. Müssen wir einfach mal probieren. So. Was haben wir noch vor? Außer natürlich den Winter irgendwie überstehen. Ah ja, uns Heilsalbe basteln wollten wir. Das könnte man direkt machen, in der Hoffnung, dass wir das sonst nichts anzünden. Dann nehmen wir lieber ein bisschen Respekt, Abstand, warten wir lieber, bis es Tag wird. Und gehen da etwas auf Abstand. So, die Fackel. Da haben wir auch zwei im Moment. 17 Pinienkerne, na, sogar ein bisschen mehr. 21 haben wir, okay. So, dann werden wir die da ablegen. Und direkt anzünden. Und natürlich auch direkt ins Feuer laufen. Klar. Ah ja, 20 mal Asche, sehr schön. Gut, dann können wir uns da Heilsalbe basteln draus. Perfekt. Sogar eine ganze Menge. Sehr gut. Können wir den Speer auch verfeuern? Ja, schmeißen wir den einfach dahin, weil ich hätte gerne einen neuen gebastelt.
Was braucht man da? Ein Seil, okay. Dann gehen wir noch ein paar bisschen Gras besorgen. Vielleicht hat auch irgendein Hase schon in die Falle gelaufen. Schaut aber nicht so aus. Ja, irgendwann reden wir auch noch miteinander. Ich will die Pinguine. Die erschrecken mich immer so. So, dann basteln wir uns dann gleich vorsichtshalber. Kann schneller gehen, wie man meint. Dass wir die brauchen. So, die Spinnen sind ja da auch irgendwo rum. Den werden wir mal ein bisschen aus dem Weg gehen für den Moment. Chester ist eh zu Hause geblieben, das passt. So. Dass wir noch genug zusammenbekommen für ein, zwei weitere Fallen. Sehr schön, da hätten wir noch zwei zum Aufstellen. Oh oh. Da gehen wir gleich auf Respektabstand. Die mag ich gar nicht, wobei, naja, mit denen legen wir uns lieber nicht an. So, gehen wir mal die ganzen Hasen einsammeln, die wir gefangen haben. Müssen wir nur, wie gesagt, wieder fit werden. Geistig gesehen, dass die Hasen auch wirklich Hasen sind, dann können wir sie uns brutzeln. So, Chester, alles klar, ich hoffe. Da ist der nächste reingegangen. Packen wir sie dabei mal in irgendeine Truhe. Und dann schauen wir. Achso, jetzt habe ich wieder nicht drauf geachtet, dass ich genug Material habe zum Übernachten, um eine Strohmatte zu bauen. Da müssen wir auf jeden Fall uns noch eindecken, weil einmal übernachten sollten wir jetzt dringend. Dann traue ich mich noch einmal kurz darauf. Wie viel brauchen wir jetzt nochmal? Vergesst das auch dauernd. 10 Stück. Oh oh. Da sind die schon wieder. Den werden wir mal gekonnt aus dem Weg gehen. Uah. Die sind blöderweise in unsere Richtung unterwegs. Und ich habe noch keine 10 gesammelt. Ich glaube auch nicht, dass wir in einer Truhe noch was haben, oder? Schaut nicht so aus. Okay, ja, ich brauche dringend noch Gras. Dass wir mindestens einmal übernachten können. Warten wir, bis sich der Stein ein bisschen aufheizt. Dann sprint ich noch einmal los. Eventuell dann auch unten. Probiere ich es da. Und schaffe es hoffentlich rechtzeitig zurück, dass wir schlafen gehen können. Ja, die Meatballs, die sorgen zumindest dafür, dass der Magen voll ist. Das passt. Oh Gott, sind wir denen genau vor die Haustür gelaufen. War nicht so geplant. So, jetzt hätten wir, glaube ich, genug. Dann können wir einmal übernachten. Uns morgen wieder Meatballs brutzeln. Sehr schön. Und dann schauen wir, wie es weitergeht. Ich glaube, noch sind wir nicht im Tiefwinter oder wie man auch immer sagt, im Hochwinter. Also ja, Hochsommer, sagt man dann Tiefwinter. Gute Frage. Da sind wir noch nicht angelangt. Das wird noch einen Moment dauern. Weil ich glaube, der Tag noch kürzer wird. So. Kohlevorrat hätten wir uns auch noch einen größeren anschaffen können. So, dann übernachten wir mal.
wird der Magen zwar etwas geleert sein, dafür sind wir wieder halbwegs gut benannt. Vom Kopf her. Ja, es tut mir leid um die ganzen Hasen. Jetzt probieren wir mal. Jetzt probiere ich mal mit nur zwei. Mal schauen, was rauskommt. Weil wir haben immer noch genug, dass wir alle vier brutzeln können. So aus Monsterfleisch. Ja, eher ungern, aber werden wir natürlich auch sammeln. Was haben wir denn hier noch? Da könnten wir auch noch einmal kochen. Wir haben auch noch Marmelade, die wir essen können. So ist der jetzt rausgekommen. Wet Goop. Das bringt so ziemlich genau gar nichts. Okay. Haben wir das auch geklärt. Wie viel Fleisch brauchen wir jetzt für Meatballs? Ich vergesse das, dann brauchen wir eins oder zwei. Ja, so oder so. Wir haben ja noch ein bisschen Vorräte. Ja, jetzt müssen wir den Winter halt so rumbringen. Ich habe ehrlich gesagt jetzt keine viel bessere Idee für den Moment. Und im Moment geht es uns ja noch relativ gut damit. Wie gesagt, sollten wir es schaffen, dass wir noch so weit zulegen, dass ich mich sicher fühle, können wir natürlich auch gerne Spuren suchen gehen, keine Frage. Eine Vogelfalle könnte man eigentlich auch noch bauen. Ich habe zwar jetzt nirgends Samen gefunden, aber das ging eigentlich auch noch. Sollte man gut genug ausgerüstet sein. Okay, sehr schön. Einmal Meatballs. Dann trauen wir uns einmal Monsterfleisch dazu packen. Ich hoffe, da kommt nicht gleich Monsterlasagne dabei raus. Okay, sehr schön. Da ist schon wieder der nächste. Oh, kalt ist uns auch. Kohle. Na gut, wir können natürlich auch problemlos so gesehen mit Holz einheizen. Wir haben ja genug da. So, vielleicht mal ein bisschen länger am Feuer stehen bleiben, bis der Heatstone sich aufheizt. Wäre auch eine Idee. So, ein bisschen aufräumen könnte man auch. Verbraucht sich die eigentlich, ich glaube, erst wenn man sie aufsetzt, oder? Hoffe ich zumindestens. Ich glaube, wenn man sie so im Inventar lässt, verbraucht sie sich, glaube ich, nicht. So, Heatstone aufgeheizt. Dann ist die Frage, was machen wir jetzt? Sollen wir noch einmal die Runde schauen, ob wir irgendwelche Hasen gefangen haben? Noch irgendwas in den Kochtopf schmeißen, geht natürlich auch. So, das sollte eigentlich auch noch für Meatballs genügen. Dann können wir uns noch einmal Marmelade machen. Schauen wir, ob wir noch ein bisschen Gras ernten können. Werden wir sicher noch das eine oder andere Mal übernachten müssen. Oder wollen. Und dann schauen wir mal. Müssen wir uns jetzt merken. Und schauen, ob jetzt der Winter schon mal vorbeigehen ist wieder. Ich glaube, jetzt könnte man fast die Halbzeit geschafft haben. So, ich will ja niemanden aufwecken. Nicht zu nah rangehen da. Einfach alles da einpacken, was irgendwie geht. Ja, ein Chester, den lassen wir mal zu Hause für den Moment. Will jetzt nicht behaupten, dass er eine Belastung ist, aber den möchte ich einfach nicht verlieren. Und der Winter ist im wahrsten Sinne des Wortes hart. Da ist er sehr gefährdet, wenn uns da wieder mal irgendwer verfolgt. Das wäre nicht gut, wenn er da Schaden nimmt. So. Dann laufen wir gleich wieder nach Hause. Was ist das? Nightmare Fuel. Okay. Das habe ich, glaube ich, auch noch nie so rumliegen sehen, wenn es mich nicht täuscht.
So, dann können wir noch einmal Marmelade machen. Geht auch. Sehr schön. Und jetzt ist die Frage, soll man die Nacht jetzt so noch einmal durchmachen und dann morgen schlafen gehen wieder? Weil ich möchte nicht jede Nacht jetzt schlafen. Zwecks unserem Hunger. Wir können natürlich auch schauen, ob wir noch das eine oder andere erfinden können. Ja, Papyrus. Für Papier haben wir einfach zu wenig Material. Genauso wie für die ganzen restlichen Waffen. Da fehlen uns die Bienen. Ja, eben Vogelfalle. Das wollten wir noch machen. Das können wir auch machen. Hoffen, dass wir auch irgendwo Samen erwischen unterwegs. So, Vogelfalle. Okay. Bauen wir die und die Frage ist, wo stellen wir die auf? Ja, irgendwo mal für den Moment. Eigentlich relativ egal. So, dann können wir meucheln. Ja, nicht kochen. Hab in den Kühlschrank für den Moment. Sehr gut. Na gut, hätten wir eigentlich statt der Marmelade die für Meatballs auch verwenden können. Wäre vielleicht etwas effektiver gewesen. Na gut, was soll's. So, schauen wir, ob wir die Nacht ein bisschen für diverse Nachttätigkeiten... Habe ich den jetzt gar nicht aufgehabt, kann das sein? Für diverse Nachttätigkeiten nutzen können. Wenn wir schon aufbleiben, machen wir auch was Praktisches. Holz sammeln. Und Holz ausgraben. Und für Nachwuchs sorgen. Können wir auch gleich direkt. Sehr gut. So. Das packen wir auch irgendwo in die Truhe. Ja, und dann, wenn wieder Sommer ist, müssen wir schauen. Es gibt noch ein paar Dinge zu entdecken bei Don't Starve. Auch irgendein Plätzchen, wo man in den Adventure-Modus, glaube ich, kommt. Und natürlich nicht zu vergessen, wir müssen noch einmal in den Untergrund. Plus, ich glaube, da bin ich aber nicht sicher, da müsste ich auf euer Wissen zurückgreifen, kann sein, dass inzwischen das Spiel auch gewonnen werden kann. Glaube ich zumindest. Allerdings weiß ich überhaupt nicht wie. Keine Ahnung. Das ist auch noch eine Sache, um die wir uns kümmern müssten. Plus Häuschen bauen wollten wir ja auch. Können wir den nächsten Sommer auch zum Häuschen bauen nutzen. Also bitte gerne Vorschläge machen, mit was wir den nächsten Sommer verbringen sollen. Was ist da euer bevorzugter Wunsch? Dem gehe ich gerne nach. Braucht man eigentlich noch Stein? Nehmen wir vor, deshalb mal ein bisschen mit. Wenn wir schon so weit raufgegangen sind. Ah, hier Puppies. Okay. Das ist nie ein gutes Zeichen. Dann sollten wir lieber gehen. Und auf dem Rückweg schauen, ob ein paar Hasen schon in die Falle gegangen sind. Ich glaube, die ist nicht sehr ideal platziert. Ja, macht's Hasenfang natürlich jetzt einiges einfacher, wenn man sie nur übers Loch stellen muss. Das war früher mit der Karotte und so ein bisschen, oh je, ein bisschen teuer sozusagen. So, diesmal werden wir aber, na gut, es sind schon wieder 4, 5, okay. Dann müssen wir, glaube ich, unsere Nachbarn besuchen. Hätte man sie eigentlich auch direkt bei den Pinguinen vorbeilocken können. Natürlich auch eine gute Idee. So, ich habe Besuch mitgebracht, wenn es nicht stört. Weiß, es ist immer ein bisschen unfair, aber ja, für mich halt die sicherste Methode.
Und auch besteht grundsätzlich die Hoffnung, dass ein bisschen Nahrung dabei rauskommt. Sollten sie sich einmal nicht schaffen zu wehren, dann haben wir wieder ein bisschen was zum Essen. Gut, dann machen wir, glaube ich, eine Pause an der Stelle. Ich nehme allerdings gleich noch eine Folge auf. Schauen wir mal, wie es bei den Pinguinen ausschaut. Ah, die sind noch beschäftigt. Ah ja, auch nicht schlecht. Haben sich auch gut gewehrt, so wie es ausschaut. Ja, machen wir eine Pause und ich wünsche alles Liebe, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, vielen Dank und baba.